Viele Gemeinden kämpfen mit Leerstand, schwindender lokaler Wirtschaft und geringen Kommunalsteuereinnahmen. Und wenn nicht genug Geld da ist, lässt sich auch die Infrastruktur nur schwer erhalten. Guttenstein in Niederösterreich stand vor einer ähnlichen Situation, bis die Dorfschmiede kam. Was ist die Dorfschmiede und wie funktioniert sie? Die Dorfschmiede ist eine gemeinnützige Genossenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, lebendige Verbindungen zu unterstützen in der Region, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Gegründet haben wir die Dorfschmiede 2018 aus dem Impuls heraus, dass wir uns sehr viele Jahre schon mit Autarkie, neu zukunftsfähigen Wohnformen beschäftigen bei meinem Unternehmen, bei Wohnwagon. Und wir gesehen haben, was für eine wichtige Rolle da einfach das Dorf und das Umfeld spielt. Und das Ziel bei der Dorfschmiede war dann eben zu schauen, wie können wir einen größeren Beitrag leisten in der Region, Arbeitsplätze entwickeln, soziale Verbindungen stärken und dadurch auch so die Nachhaltigkeit in der Region unterstützen. Theresa Mayer ist Geschäftsführerin von Wohnwagon, ein Unternehmen, das autarke Häuser herstellt. Doch nicht nur das, sie kam 2018 mit einer Vision nach Guttenstein. Einen Ort schaffen, wo Wohnen, Wirtschaften und soziales Miteinander Hand in Hand gehen. Dafür wurde zunächst der leerstehende Gasthof Guttensteiner Hof saniert und umgebaut. Neben 6 Wohnungen und den Büroräumlichkeiten von Wohnwagon befindet sich heute darin der Hauptsitz der Dorfschmiede. In unserer Mittagsküche wird jeden Tag frisch gekocht mit dem Gemüse direkt vom Feld. Wir haben neben unserer Wohnwagon-Werkstatt einen Gemüsebauern, den Erich, der uns mit frischem Gemüse beliefert, je nachdem, was gerade reif ist. Da können quasi alle Mitarbeiter, Genossenschaftsmitglieder zum gemeinsamen Mittagstisch kommen. Die Dorfschmiede finanziert sich über einen Vermögenspool und laufende Mieteinnahmen. Die gemeinnützige Genossenschaft hat derzeit 45 aktive Mitglieder und betreibt neben dem Guttensteiner Hof noch weitere Betriebe. Für die Gemeinde hat die Genossenschaft viele Vorteile. Ich glaube, dass die Dorfschmiede verschiedene Aufgaben übernimmt und ich glaube auch, dass es Unternehmen, was in Pension gehen oder Unternehmer, dass in Zukunft solche Genossenschaften oder seine Dorfschmiede solche Betriebe übernehmen kann. Mit den Projekten der Dorfschmiede ist noch lange nicht Schluss. Vor allem geht es uns in Zukunft darum, diesen Wirtschaftskreislauf im Ort auch noch zu unterstützen und Aktionen zu setzen, die allen wieder was bringen. Also ich sage immer, der Euro sollte im Idealfall ein paar Mal im Kreis laufen. Wenn mir wer einen Euro gibt, um einen Wohnwagen zu kaufen, dann kriegt das der Mitarbeiter aus der Region, der geht zum Mittagstisch Mittagessen, das Gemüse kommt wieder vom Erich, vom Gemüseverfeld und der kauft wieder sein Haus bei uns. Also Dinge, die im Kreislauf funktionieren. Genauso bei den Veranstaltungen, wenn wir Kulturevents machen, die Leute wollen wo schlafen, der Marilberg hat wieder was davon, auch die Gasthöfe in der Region. Also so Aktionen zu setzen, die einfach in der Region positive Impulse bringen und den Euro im Kreis laufen lassen. Durch die Zusammenarbeit von Gemeinde und Genossenschaft konnten Leerstände belebt und die regionale Wirtschaft auf nachhaltige Weise angeregt werden. Um neue, innovative Ideen wie die Dorfschmiede in einer Gemeinde umzusetzen, braucht es oft Geduld. In Guttenstein ist es gelungen.